Herr Schmidt, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und einen schönen Raum heute Morgen. Ich würde mit der Frage eins mal bringen, so zum Aufwärmen. Ich würde gerne mal wissen, was bedeutet für Sie Auftragsklärung? Ja, das ist, also Herr Hagedorn, das ist schön, dass Sie sich interessieren für unsere Ansätze. Kommen gleich mit einer schönen Frage, die ein ganzes Universum öffnet. Also Auftrag, ich muss gleich mit dem Wort mal anfangen. Auftrag heißt ja der Versuch, irgendeine Vereinbarung zu finden, wie ein künftiges Dienstleistungsverhältnis aussehen könnte. Und Auftragsklärung hieße für mich dann zu beginnen, dieses Beziehungsgeflecht, das das dann bedeutet, zu eröffnen. Und das heißt am Anfang auch einfach einige Meilensteine, Rahmen, Eckpunkte zu setzen. Und insofern gibt es vielleicht eine eigene Phase oder einen eigenen Vorgang in einer solchen Beziehungsanbahnung. Aber man muss sich natürlich klar sein, dass man klären im Sinne von für alle Zeit klar machen über ein Unternehmen, das ja oft ein Abenteuer ist, man nicht weiß, was man unterwegs antreffen wird, nur sehr begrenzt möglich ist. Und insofern ist natürlich das immer wieder neu sich verständigen über die Art der Zusammenarbeit, über die Konfiguration der Dienstleistung und diese Dinge ein ständig mitlaufender Faden in einem längeren Gewirk. Das heißt, für mich jetzt überraschend, dass Sie sehr auf das Beziehungsgeflecht abheben und weniger auf die Fakten. Ja, also Sie sagen, es geht Ihnen, oder ich habe es so verstanden, weniger darum, jetzt die Fakten zu eruieren, sondern zunächst erstmal so, ich sag mal so, das Setting dafür. Das ist sehr richtig. Also es hat etwas damit zu tun, dass wir sagen, dass diese Art von Dienstleistungen, da geht es ja um die Vereinbarung eines Was. Ja. Und das ist oft ja sehr unbestimmt. Bestimmt sich erst im Laufe des Prozesses. Noch wichtiger ist für das Gelingen einer Zusammenarbeit eigentlich die Vereinbarung eines Wie. Mhm. Also eine Kulturbildung der gemeinsamen Arbeit, des Zusammenwirkens. Ja, und insofern muss ich Auftragsklärung eben genau damit beschäftigen, was immer wir antreffen werden. Wie wollen wir klären, was dann zu klären ist? Welche Rollenverständnisse haben wir? Was ist die Geschäftsgrundlage? Mit welchem Stil sind wir unterwegs? Und was werden wir dann tun, wenn wir auf Phänomene treffen, die keiner von uns hat vorhersehen können? Und dafür ist eben Kultur sehr wichtig. Das gilt aber nicht nur für dieses Verhältnis, das gilt für aller Umgang mit Komplexität in den Unternehmen, in großen Aufträgen. Wir haben jetzt mit der ersten Frage sicherlich das Universum eröffnet, deswegen würden wir mit der zweiten Frage mal versuchen, das mal ein bisschen mehr einzugrenzen wieder. Ich würde Sie gerne fragen, worauf ist bei der Auftragsklärung aus Ihrer Sicht besonders zu achten? Sie haben schon einige Dinge anklingen lassen, wo Sie wirklich sagen, das muss ja passiert sein an der Stelle. Also, es treffen ja immer zwei Kulturen aufeinander. Und ich glaube, man muss die Eckpunkte des Kulturverständnisses sich wechselseitig versuchen, irgendwie verständlich zu machen. Das kann man sich auch nicht vollständig erklären. So wie man sich Persönlichkeit nicht gegenseitig erklären kann. Und trotzdem braucht man ein Gefühl, ist das jemand, mit dem vordergründig wie hintergründig ein positives Zusammenwirken möglich ist. Und deswegen muss man irgendeinen Weg finden, festzustellen, ob man überhaupt eine Wirklichkeitsgemeinschaft bilden kann, ob die Kulturvorstellung, also die Art der Inhaltsarbeit, die Art der Verantwortungsaufteilung, die Art des sich ins Benehmen setzen, wenn Dinge unklar sind und zu klären sind, dass man sich über die irgendwie verständigt. Und das ist jetzt dann auch gleich wieder ein Riesenfeld. Wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass derjenige, der gern etwas bearbeitet haben möchte,
etwas wegdelegieren möchte. Mhm. Und zwar nicht nur von der Arbeit her, sondern auch eigentlich von der Verantwortlichkeit. Ah, ja. Und wir als Dienstleister sagen, das ist aussichtslos. Einer unserer Sprüche lautet ja, OE ist Chefsache oder findet nicht statt, zum Beispiel. Während wenn das Kundenunternehmen glaubt, ich hätte da gerne Entwicklungen und haben aber keine Lust oder keine Zeit oder wollen das mal neben unsere Hauptverantwortlichkeiten irgendwie uns machen lassen, dann hat man unterschiedliche Vorstellungen, wie sowas überhaupt gelingen kann, mit denen es, wenn man nicht ein Grundverständnis entwickelt, eigentlich gar nicht anfangen braucht zu arbeiten. Und ja, insofern muss eine gewisse Kulturpassung, ein gewisses Grundverständnis passen, da gehören Rollen, Verantwortlichkeiten, Zeitperspektiven und solche Grunddinge, die den Rahmen bilden, in dem man überhaupt zusammenarbeiten kann oder nicht, irgendwie mit rein. Eine zweite Frage ist dann, wie man das klärt. Auch das kann man nicht sozusagen durchbuchstabieren, aber da würde ich nochmal extra drauf eingehen. Da hätte ich Sie nämlich jetzt gefragt, weil ich hier auch wieder raushöre, das Thema Hygiene des Beratungskonzepts oder der Beratungssituation ist Ihnen sehr wichtig. Ja. Und ich übersetze das mal so, weil Sie sagen, sonst hat es eigentlich gar keine Aussicht auf Erfolg. Wenn Sie jetzt aber sagen, wie setzt man sich ins Benehmen, sind das Dinge, die Sie aktiv ansprechen, wo Sie wirklich mit dem Kunden darüber reden, wie machen wir jetzt einen Konfliktfall oder wie wollen wir zusammenarbeiten oder machen Sie es dann, wenn diese Situation auftaucht? Ja, wir sagen ja immer, Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Mhm. Also, und ein anderer wesentlicher Zugang, den wir haben, ist, dass wir sagen, wir können was an der Oberfläche definieren, aber entscheidend, ob das trägt, ist das im Hintergrund, ob das von den Persönlichkeiten, die involviert sind, getragen wird und ob es von den Kulturen getragen werden kann, ob die Reifegrade des Umgangs mit einem Thema überhaupt zusammenstimmt. Und das kann man nicht alles durchbuchstabieren, sonst hätte man, wie man es ja manchmal beim Versicherungsvertrag kriegt, 80 Seiten Kleingedrucktes. Ja. Und das ermüdet jeden Prozess. Also muss man da irgendwie zu einer wechselseitigen Urteilsbildung kommen, die viel mit Intuition, mit dem Bauchgefühl, passt man zueinander oder nicht und wie kommt man zu diesem Bauchgefühl. Und wir machen das in der Regel so, dass wir sagen, lass uns mal eine Probeveranstaltung, die irgendwie einigermaßen im Inhalt wie im Stil etwas von dem abbildet, was wir nachher zusammen machen. Lass uns in einem Werkstatttag mal probeweise miteinander umgehen, dann kriegen wir ein Gefühl, was das wirklich bedeuten kann und können auch intuitive Entscheidungen füreinander treffen. Und es entsteht auch so etwas wie ein geläutertes Vertrauen und dann braucht man das nicht alles in kontrollierbare Größen gießen, weil die ersticken jeden kreativen Prozess. Wenn man mal ein Beratungsprojekt sich in Gänze anguckt, wie wichtig ist Ihnen die Auftragsklärung für den Erfolg der Beratung? Wenn man mal versucht, das auf einer Skala so von 1 bis 10 zu ranken, wenn man 1 unwichtig wäre und 10 sehr wichtig, wie wichtig ist dann die Auftragsklärung für Sie? Ja, das haben ja Systemiker so gern an sich, dass sie da sozusagen offene horizontale Frage nicht gerne horizontale Antwort geben. Auftragsklärung in dem Sinne, wie wir es jetzt vorher besprochen haben, dass das eine von beiden Seiten geübte Wachsamkeit ist, ob man eigentlich noch auf dem richtigen Weg ist, ob man eigentlich beieinander ist, ob es Hand in Hand geht und ob man vorankommt. Das ist natürlich sehr wichtig. Das ist ein Grundelement jeder erfolgreichen Arbeit und kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Also schon in Richtung sehr wichtig. Ja. Und wir sind ja Coaching-Weiterbilder und Organisationsentwickler-Weiterbilder und natürlich müssen wir mit einer gewissen Didaktik auch die Architektur dessen üben in dem Curricula. Mhm. Wir sagen aber immer dazu, das ist nur ein didaktischer Kniff, um die wesentlichen Dimensionen eines dauernden Wachsamkeitsprozesses zu
zu üben. Heißt also, dass die Auftragsklärung sich durchaus durch das Projekt hindurchziehen kann, weil die Wachsamkeit ist immer... Muss. Ah ja. Es gibt also kein Ende. Nein, und dann ist es ja auch so, dass man, also jetzt, wenn ich jetzt mal eine Einzelberatungssituation oder Einzelcoaching-Situation sehe, da sage ich dann immer so, wenn ich nur berate auf Ebenen, die am Anfang der Klient alle als Fragestellung vorbringen kann und wir zu allem schon Schritte definiert werden, dann ist die Frage, ob ich dann überhaupt noch Beratung brauche. Die meisten brauchen ja gerade dann Beratung, wenn man das alles noch nicht weiß, ja, sondern erst gemeinsam entwickeln muss. Und deswegen muss es eine Dimension der ständigen Steuerung sein. Wie kommen Sie in der Regel zu einem Erstkontakt in so einem Beratungsprojekt? Gut, da bin ich natürlich insofern in einer besonderen Situation, als dass ich einfach seit Jahrzehnten bekannt bin und Menschen in der Regel bei mir irgendetwas nachfragen, die auch schon irgendeine Idee haben, eine Empfehlung haben, was sie bei uns kriegen, und dann höre ich mir das an, was derjenige von mir möchte vielleicht. Und dann versuche ich das in aus meiner Sicht sinnvoll Leistbares zu übersetzen und biete das wieder aus meiner Sicht an. Und so kommen wir in einem Wechselgespräch dazu rauszufinden, ob wir was miteinander machen können. Auf der komplexeren Organisationsebene möchte ich vielleicht erwähnen, wie einer unserer Lehrtrainer, Volker Königer, der selbst ein großes internationales Beratungsunternehmen hat, das mittlerweile macht, um aus diesen oft ungeeigneten Nachfrageraster rauszukommen, dass wenn jemand anruft und sagt, ich hätte gerne ein Teamtraining für oder so, sagt er, wissen Sie was, kommen Sie doch einfach mal für einen halben Tag zu uns, bringen Sie 2-3 Leute mit, die Sie für wichtig halten, für das, was Sie glauben, tun zu müssen. Und ich bringe 1-2 Leute aus meinem Team mit und wir hören uns an, welches Problem Sie lösen wollen mit Ihrer Nachfrage. Und dann denken wir da laut darüber nach, wie wir dieses Problem verstehen, vielleicht auch definieren würden und wie wir aus unserer Sicht da dran gehen würden, was wir für ein sinnvolles Angebot halten würden, was wir tun könnten, aber was wir auch komplementär von Kundenseiten brauchte, dass das zusammen gelingen könnte. Und dann überlegen Sie, ob Sie in der Richtung mit uns weiter verhandeln wollen. Das heißt, man hat an der Stelle als Kunde ein erstes Erleben, Erstens hat man durch die Art, wie das geschieht, bereits ein Erleben, ja. Und viele Kunden haben ja sehr schematische und für die Aufgabenstellung, die sie lösen wollen, eigentlich ungeeignete Produktvorstellungen und Nachfrageraster, die halt im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind. Und wenn man innerhalb dieser schon versucht, das Problem zu lösen, liegt man oft daneben. Was ich rausgehört habe, wir kommen ja jetzt vom Institut Neue Waldeck oder werden dort ausgebildet. Und Sie haben gesagt, so das Lautdenken vor dem Kunden, das wird in Neuwaldeck auch sehr gepflegt, ja. Die nennen das immer Open Stuff, genau. So dass der Kunde im Prinzip die Chance hat zu erleben und die Gedanken nachvollziehen. Das ist also für Sie auch ein sehr probates Mittel. Absolut. Wir sind, obwohl ich ja auch Hypnotherapeut bin und wir sehr gelernt haben, sozusagen dem bewussten Gewohnheitszugriff die Aufmerksamkeit ein Stück zu entziehen, um Sinnvolles zu tun, sind wir dazu übergegangen, und es tun auch andere wie Gunter Schmidt oder so, absolut transparent zu arbeiten. Und ich sage immer, ich versuche dem anderen meine Steuerung deutlich zu machen, mit allen Sicherheiten, Unsicherheiten, Meinungen, Offenheiten, und ich lade den anderen ein, auch seine Steuerung mir deutlich zu machen, sodass wir jeder durch das Mitdenken und Mitempfinden verstehen kann, wo der andere hin will, und man sich gegenseitig helfen kann, sich besser zu steuern und zueinander zu finden. Und da ist Transparenz wichtig. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es manchmal relativ verrückte Nachfragen gibt. Ich komme ja aus der systemischen Familientherapie, wo wir auch mit verrückten Systemen gearbeitet haben.
wo manchmal am Anfang ein strategischer Griff, ein taktischer Zugriff notwendig ist, um überhaupt mal Eingang zu finden. Aber in meinem Praxisfeld kommt es eigentlich nicht vor. Mhm. Zu mir kommen Menschen und Organisationen, die auch eigentlich vernunftbegabt sind und keine verrückten Anliegen haben. Also die gibt es, aber die kommen nicht mehr zu uns. Obwohl wir gelernt haben, dass so eine Art, wie man das so schön nennt, paradoxe Intervention, also auch in diesem Kontext oder sehr wirkungsvoll sein kann. Stimmt, aber wir haben ja die Erfahrung gemacht, auch in der Familientherapie, selbst eine paradoxe Intervention kann transparent gemacht werden. Mhm. Wenn sie gut ist, wirkt sie trotzdem, weil das andere System daran interessiert ist, sozusagen zu nehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir es uns nicht gelingt, unsere Botschaften und unsere Dienstleistungen so zu konfigurieren, dass sie dem Wesenskern des anderen Systems Sinn machen, dann wird es auch letztlich nicht genommen. Dann können wir uns diese Artistik von strategischen Interventionen auch sparen. Herr Schmidt, wie bereiten Sie sich auf die Auftragsklärung vor? Wenn Sie so zum Kunden gehen, gibt es eine Vorbereitung? Oder? Also, natürlich versuche ich ein paar Grunddaten über die Welt, in der sich das Kundenunternehmen bewegt oder zu erfahren oder zu hören, wer die Menschen sind, die nachfragen, welche Stellung die in der Organisation haben. Aber auch da ist es wieder so, dass es entstehen ja auch Kraftfelder im Markt, dass zu einem hochwertigen Angebot kommen in der Regel auch relativ qualifizierte Nachfragesysteme. Das kommt dann zusammen und dann braucht man eigentlich auch gar nicht so viel vorher machen, außer dass man ein bisschen abklärt, ob ein erstes Kennenlernsetting für alle Seiten genügend Sinn macht, dass man nicht völlig auseinander ist und das dann, nachdem man gereist ist, erst merkt, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Also das kann man aber am Telefon machen, da kann man ein bisschen sich erzählen lassen, warum. Was ist aus Ihrer Sicht die Herausforderung? Warum haben Sie sich an mich gewandt? In welchem Rahmen können Sie sich vorstellen? Kann sowas geklärt werden? An welche Art von Dienstleistung haben Sie bisher gedacht? Es hört sich so an, als würde erste Ideen, wie geht der andere damit um? Wir aus unserer Sicht haben da ein paar Gütekriterien, wie wir an sowas drangehen würden. Macht ihnen das Sinn, sodass man so ein bisschen abtastet, ob man zueinander passt und dann ist der Anfang eigentlich in der Regel das Zuhören und das wirklich Verstehen, wo der andere ist und daraus ergibt sich alle Technik. Das heißt, wir hatten jetzt gefragt, wie viel Zeit nimmt die Vorbereitung in Anspruch, das heißt, das ist für Sie in der Regel nicht sonderlich nicht wichtig. Mhm. Ja, das ist ja das Problem, also das hat was mit unseren Steuerungsvorstellungen zu tun. Ja. Ich meine, natürlich, je komplexer die Organisation auf der anderen Seite ist, man kann ja endlos sich informieren. Mhm. Aber Information ist ja ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Also wenn man da ökonomisch rangeht, ist es ja immer ein Wechselspiel zwischen Verstehen, was der Fokus der Zusammenarbeit sein könnte. Daraus leitet sich ja erst ab, was ich überhaupt wissen muss. Ja. Und deswegen kann ich da vorbereiten, nur begrenzt was tun. Aber das wird nicht dann jetzt wirklich nur sein. Wir haben geschrieben, welche Informationen sind für Sie vor dem Auftragsklärungstermin unverzichtbar? Das haben Sie schon ein bisschen ausgeläutet, in welcher Position die Menschen sind und in welchem Setting die Menschen sind. Gibt es da sonst noch irgendwas, wo Sie sagen würden, das muss ich wissen, bevor ich da wirklich hingehe? Ja, also sagen wir mal so, wir haben ja zum Beispiel ein Konzept, das wir Reifegradsabklärung nennen. Ja. Mhm. Das heißt, ich möchte mir schon ein bisschen eine Vorstellung davon machen, ob die Person, die mein Gegenüber als Repräsentant der anderen Organisation sein wird, ob die sich von ihrer Organisationsrolle überhaupt eignet, das Thema sinnvoll zu vertreten und ob sie als Individuum genügend erfahren und qualifiziert ist, um überhaupt
ein Kooperationspartner mit mir zu sein, weil wenn das jemand ist, der von nichts eine Ahnung hat und von daher auch völlig falsch einschätzt, was er bewirken kann in seiner Organisation, dann nützt es ja nichts, wenn ich mit dem zusammensitze. Ja. Dann muss ich eher vielleicht mal vorher abfragen, ob diejenigen, die ich, nachdem ich so ein bisschen gehört habe, worum es geht, als die Schlüsselfiguren in der Organisation sehe, ob die erreichbar wären, ob derjenige zu denen einen Zugang hat, ob die schon mal sowas gemacht haben, ob es eine Grundqualifikation und eine Grunderfahrung mit Prozessen, die sie von mir unterstützt haben wollen, schon überhaupt gibt oder ob die völlig am Anfang sind. Also das sind alles so Dinge, die ich kläre, um zu sehen, ob wir überhaupt eine Basis haben zu entwickeln oder wenn dort ein Bedarf erkennbar ist, ob sie empfänglich sind für realistische Vorstellungen, was an OE-Lernen notwendig ist, on the way, oder ob sie denken, dann kann in 4 Wochen irgendwas gemacht werden, wofür eigentlich niemand qualifiziert ist. Und das Paradox ist ja, dass sozusagen die unreifsten Unternehmen die größenwahnsinnigsten Vorstellungen haben, was sie selbst können oder was eine Dienstleistung ihnen bringen kann. Und da muss man natürlich irgendwie auf eine realistische Basis kommen. Was ich immer wieder raushöre, also ich finde das immer sehr schön aus, dass Ihnen so diese Grundlagen, dieses Beziehungsgeflecht, mit wem habe ich das zu tun, haben wir überhaupt eine Basis für die Zusammenarbeit, sehr, sehr wichtig ist. Klar. Wir würden da gerne nochmal fragen, was sind Ihre Ziele bei der Auftragsklärung? Das haben wir schon erläutert. Gibt es weitere Ziele, die Sie verfolgen, wo Sie sagen, ja, wenn die Auftrags-, Sie haben erstens gesagt, das ist ein fortlaufender Prozess, das haben wir schon verstanden. Aber wenn Sie an Zielsetzung denken, würde Ihnen da noch mehr dazu einfallen? Naja, das hat vielleicht was mit der Positionierung des ISB zu tun. Und wir sind natürlich sehr an nachhaltiger Kulturentwicklung interessiert. Das heißt, wir sind eigentlich nicht an isolierten Effizienzsteigerungen oder Problemlösungen irgendwelcher Art interessiert, sondern wir haben uns dem verschrieben, dass wir zur Leistungsfähigkeit und zur Humanität von Wirtschaften und von Organisationen beitragen wollen. Das heißt, es interessiert mich immer, ob die mögliche Zusammenarbeit ein Beitrag ist oder ein Einstieg zu einer Organisationsentwicklung, zu einer Kulturentwicklung, zu einem Verständnis von OE-Lernen, das von der Organisation aufgenommen und nachhaltig weiterentwickelt wird. Also, weil so Feuerwehraktionen oder verlängerte Werkbank für Teilperspektiven, das ist einfach nicht unser Business. Ich sage nicht, dass man das nicht machen sollte, aber wir machen das nicht. Okay. Also nochmal der Slogan, Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Ich sage immer, das, was wir aktuell arbeiten, ist 50% höchstens. Und die anderen 50% ist, dass das als Vehikel für nachhaltige Entwicklung geeignet sein muss, als Beispiel daran zu lernen, wie man sich entwickelt. Und wenn daran gar kein Interesse ist oder nicht mal eine Empfänglichkeit, dann würde ich einfach die Ressourcen, meine persönlichen und die meines Unternehmens, darauf nicht einsetzen. Das kann man mir mit Geld auch gar nicht vergüten. Gut. Wir haben ja auch wir wollen schon auch gerne Geld verdienen, aber das Leben ist zu kurz, nur Geld zu verdienen. Also die Philosophie ist Ihnen schon wichtig. Natürlich. Jetzt haben wir sehr stark mit dem Beratersystem schon beschäftigt, das Thema Auftragsklärung. Wenn man auf die Kundenseite guckt, wen braucht es aus Ihrer Sicht auf der Kundenseite für die Auftragsklärung? Das hängt natürlich vom Auftrag ab. Also in dem Maße, in dem es Richtung Organisationsentwicklung geht, brauche ich natürlich die Kompetenz und die Machtträger der Organisation. Und da haben wir das, da entwickelt sich das Feld aber auch positiv, muss ich sagen, aber der Taylorismus ging da oft so weit, dass dann die HR-Leute oder Bildungsleute gekommen sind und geglaubt haben, da kann der Schwanz mit dem Dackel wackeln. Und da muss man einfach fragen, wenn man das, was Sie jetzt an Entwicklung anstoßen wollen, als Lernprozess aktivieren wollen, wenn das die,
die Bewährungsprobe ist ja die Integration in einen Alltag. Ja. Und dass es verstanden, getragen und weiterentwickelt wird von denen, deren Hauptzuständigkeit das im Unternehmen ist. Mhm. Und da frage ich dann schon, ob diese interessiert sind, bereit sind. Oder wenn man sagt, okay, da soll was entwickelt werden und dann wird es denen angeboten zur Integration. Ob das überhaupt irgendjemand will und ob eine Chance besteht, das nachher zu integrieren. Sonst würde ich sagen, lass uns nicht zu viel entwickeln, lass uns was Kleines machen und gucken, ob es genommen wird vom System. Und da gab es ja jetzt jahrzehntelang auch eine andere Bewegung, da ist von der Hauptzuständigkeit mehr in die Projektzuständigkeit gegangen und von der Führungsfunktion mehr in die Stabsfunktion. Ja. Mhm. Und das war erstmal leichter, weil man die ganzen Verkrustungen der Organisationsgewohnheiten dabei erstmal beiseite lassen konnte, aber bei Scheitern der Integration der Entwicklungen dann in die Kernkultur hat man dann gemerkt, dass das eigentlich ein Umweg ist, den man, der nicht wirklich trägt. Und deswegen muss zumindest das als Perspektive gegenwärtig sein, ob irgendeine Chance besteht, dass das in der Organisation von denen, die täglich zuständig sein werden, getragen und weiterentwickelt werden. Das hätte ich so jetzt auch übersetzt, von dem, was ich verstanden habe. Also Ihnen ist wichtig, dass diese kulturelle Weiterentwicklung, dass die, sagen wir, getragen wird und dass die Menschen, die dafür die Verantwortung tragen, auch an Bord sind. Ja. So hätte ich das jetzt mal verstanden. Ja. Und dann ist es ja so, wenn ich vielleicht noch was dazu sagen darf, die externe Dienstleistung sollte immer ein Ferment bleiben. Mhm. Das heißt, man muss bei der Gelegenheit nachdenken, wenn das Schule machen soll, was wir jetzt zusammen machen, wie kann dann die Strukturen, können die Prozesse der internen eigenständigen Weiterverbreitung aussehen, dass die nicht abhängig werden von einem ständigen Zufluss von externen Dienstleistungen. Also eine Befähigung findet dann praktisch. Ja, Multiplikatorenmodell, Peer Learning, also da gibt es ja Modelle bei SAP zum Beispiel, dass die Leute dann zu 10-20%, die in solchen Projekten einbezogen sind, nachher auch freigestellt werden, interne Organisationsentwicklung zu leisten und dass dadurch wirklich eine Befruchtung der Organisationskultur in Sachen OE-Lernen stattfindet. So, das finden wir natürlich toll. Sie haben eben das schon mal anklingen lassen, Sie haben eben von Gütekriterien gesprochen und von Reifegrad-Konzept. Weil bei uns würde interessieren, haben Sie ein standardisiertes Vorgehen bei der Auftragsklärung? Nein. Und die Gütekriterien, die Sie eben angesprochen haben, wie wäre das zu verstehen? Naja, all das, was ich jetzt sage, sind ja eigentlich alles schon Gütekriterien. Also das heißt, es wird schon ein wenig abgeklopft. Ne? Ja, das ist so das, was Sie tun und wo Sie auch sagen, ist das für Sie ein gewisser Standard, dass Sie sagen, also diese Dinge, die Sie jetzt gerade so erläutert haben, die möchte ich schon in jedem Prozess oder in jedem Projekt einmal begutachtet wissen? Ja, unbedingt. Also und dass dann auch eine gemeinsame Wirklichkeit, ein gemeinsames Verständnis entsteht, das davon abhängt, ob auf Dauer die Zusammenarbeit fruchtbar ist. Und wenn die Hoffnung nicht besteht, würde ich schlicht meine Lebenskraft nicht darauf verwenden wollen. Mhm. Können Sie es vielleicht mal ein bisschen erläutern, ganz konkret, wie gehen Sie vor? Jetzt findet so eine Zusammenkunft statt, man sitzt am Tisch, wie dürfen wir uns das vorstellen? Naja, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich selbst jetzt ja, also wir sind ja ein Weiterbildungseinrichtung in erster Linie. Also ich mache selbst keine Organisationsentwicklung mehr und die Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer bei uns machen das in ihrer Haupttätigkeit. Ja. Insofern kann ich jetzt von mir persönlich gar nicht so sehr sprechen. Aber die Kultur der Abklärung ist ziemlich die gleiche. Ich erkläre es mal am Beispiel der Weiterbildungsprozesse, wie so eine Reifegradsklärung stattfindet. Also da meldet sich jemand und sagt, ich mache ein großes Projekt bei einem großen Unternehmen, wir sind jetzt mittendrin und ich will jetzt gerne Supervision, weil da sind ein paar Sachen, die laufen nicht so richtig und wir haben jetzt in den anderthalb Stunden hätte ich gerne jetzt die Lösung, wie es weitergehen soll. Und da haben wir uns dann früher in komplexe Lernprozesse gestürzt,
nach einer Weile gemerkt, hinten und vorne sind Dinge unklar, das ist alles viel zu groß, als dass es in einem solchen Lernsetting überhaupt aufgearbeitet werden kann. Und da schalten wir jetzt zum Beispiel vor, dass wir sagen, so jemand soll einfach mal erzählen, wo steht das Unternehmen, was ist ihre Herausforderung, ihr Auftrag, wen sie, also da arbeiten wir sehr viel mit der Theatermetapher. Auf welchen Bühnen soll das denn stattfinden? Wofür sie zuständig sind? Gibt es ein Skript? Also gibt es ein Drehbuch? Hat irgendjemand eine Idee, wie das eigentlich werden soll? Passt das Drehbuch irgendwie zu den verfügbaren Ressourcen? Ist Zeit und Kraft eingeplant, das Stück, das Neue einzuüben? Wen braucht man dafür aus der Organisation? Wie qualifiziert sind diese? Wie sieht der Protagonist, der das lernen möchte, wie seine Organisation das jetzt hinkriegen soll? Sieht er sich da selbst realistisch? Oder hat er selbst Erfahrung mit seiner Funktion? Hat die Organisation Erfahrung mit dieser Funktion? Und da ist es ja oft so, dass selbst wenn einer sehr erfahren ist, er völlig unterschätzt, dass auch die Organisation Erfahrung haben muss, weil er sich sonst dann aufreibt, weil er auf so vielen Ebenen gleichzeitig neu gestalten muss, dass er selbst den Kompetentesten völlig überfordert. Und das ist dann oft so, dass solche Menschen dann auch sich schlecht fühlen, weil sie völlig falsch einschätzen, was sie auch wirklich leisten können. Das heißt, zu ihrer Kompetenz und zu ihrem Reifegrad gehört, dass sie auch verstehen, was sie selbst schon können sollten und was damit auch in der Organisation leistbar ist. Mhm. Ich habe in dem neuen Buch, das jetzt gerade im Druck ist, das in einer Metapher beschrieben. Ich habe als junger Mann mal Springreiten gelernt und sowohl ich als auch das Pferd konnte es nicht. Mhm. Und diese Kombination ist ziemlich schwer. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe dann mal, nachdem ich also x-mal vom Pferd gefallen bin, weil das Pferd es halt auch nicht konnte und völlig irrwitzige Sachen gemacht hat, durfte ich mal eine Stunde auf einem Pferd springen, kann reiten. Und dann merkte ich, wie gut ich dann bin, wenn es das Pferd kann. Und allein diese Differenzierung klar zu machen. Und dann, jetzt um zurückzugehen zu diesem Lernsetting, dann hört sich die Gruppe das an und versucht ein Gefühl zu kriegen, auf welchem Reifegrad ist eigentlich der Protagonist, der hier einen Lernprozess machen möchte für sein Wirken in der Organisation, und auf welchem Reifegrad ist die Organisation, in der er das tun möchte, und schätzt er, zu seinem Reifegrad gehört auch, ob er das richtig einschätzt und ob die Organisation richtig einschätzt, was er möglicherweise leisten kann. Mhm. Und erst dann überlegen wir, wenn wir das mal skizzieren, was ist dann in anderthalb Stunden Lernsetting überhaupt möglich? Und diese Art der Herangehensweise, diese Denke, gilt natürlich auch für erste Abklärung. Deswegen sagen wir, okay, Sie haben eine strategische Führungsaufgabe, die geht über mehrere Ebenen, manchmal international, über Kontinente. Bringen Sie doch mal die nächsten 2, 3 in der Führungsbeziehungskette, über die das abgewickelt werden soll, mit und reden Sie mal untereinander, ob Sie überhaupt irgendwie beieinander sind. Und daran erkennt man, ob die überhaupt eine Grundkultur der Führung haben, dass sie überhaupt das tägliche Geschäft sinnvoll hinkriegen. Weil wenn sie das nicht hinkriegen, dann braucht man auch nicht illusionär über große strategische Führungsthemen reden, sondern muss man erstmal sagen, das müssen wir kleine Brötchen backen, aber das Wort wird oft nicht so gern gehört. Jetzt haben Sie schon einiges der nächsten Frage vorweggenommen. Wir wollten Sie fragen, nach welchen Methoden und Elementen Sie nutzen. Was ich schon gehört habe, ist, dass Sie mit Metaphern arbeiten, das habe ich verstanden. Und was ich sehr interessant finde, dass Sie Leute einladen und sagen, komm mal vorbei, schafft ein erstes Erleben, ersten Eindruck. Gibt es da weitere Methoden und Elemente, die Sie nutzen? Ja, einfach Beispiele schaffen. Mhm. Lassen Sie uns das, was Sie machen wollen, vielleicht im Großen. Mhm. Was ist da das erste kleine Experiment? Von welchem Nukleus aus könnten wir das entwickeln? Bringen Sie doch mal die paar Leute mit. Mhm. Und dann studieren wir zusammen, ob die zusammen überhaupt in einer Wirklichkeit sind. Mhm. Ob sie sich ins Benehmen setzen können, ob wir mit denen uns ins Benehmen setzen können.
Und das ist so, betrifft sowohl den Inhalt als auch den Stil der Arbeit. Ja. Und wenn das dann gut gelingt, können wir zusammen überlegen, wie kommen wir von da aus weiter. Wir nennen das das kristallisierende Prinzip. Also wir setzen nicht erst das große Ding auf, sondern wir machen ein kleines, relevantes Experiment und überlegen dann, wie man es ausweiten kann. Also erleben ist Ihnen wichtig, um zu gucken, passt die Konstellation, Beratersystem, Kundensystem, passt das Kundensystem in sich. Und dann versuchen Sie das dann auszuweiten. Können die das, übernehmen die Verantwortung. Dann ist es ja oft so, also wie ist die Unternehmenskultur dort? Manchmal gibt es ja diese Strohfeuerkultur, die dann eine Idee und dann gleich Pressekonferenz und World Café und international. Es ist überhaupt kein Drehbuch da, mit nichts abgeglichen, weil die Obersten eben so eine alte Feldherrn-Mythologie noch pflegen. Ich habe die gute Idee für den Rest meiner Leute zuständig, wenn sie es nicht hinkriegen, dann sind sie Flaschen. Also solche gibt es auch noch, aber dann hat es auch keinen Sinn. Dann müssen wir gucken, gibt es kleine Insellösungen, wo man nur deren Schirmherrschaft braucht, aber dann kann man auch, muss man auch klar machen, dass man dann auch nicht die großen Räder drehen kann. Aber es ist ein Anfang, um in eine neue Kultur der Entwicklung einzutreten, die sich vielleicht ausweiten kann, auch das. Auch Inseln sind sinnvoll. Das ist wieder ein Kristall, dann, was Sie dann setzen. Genau. Aber also jede Art von Fiktionalität und Treibhaus- und Strohfeuer-Mentalität machen wir nicht mit, weil erfahrungsgemäß das einfach nichts bringt. Ja, Lebensenergieverschwendung. Ja. Spannende Frage für uns, weil wir da so unterschiedliche Positionen erleben. Arbeiten Sie bei der Auftragsklärung in einer bestimmten Teamkonstellation? Was uns auffällt, es gibt Menschen, die sagen, also es geht überhaupt nur im Team. Also das Beratersystem, wenn man da alleine ist, ist es eigentlich gar nicht fassbar und gar nicht lebbar. Da gibt es wieder andere, die sagen, ich brauche keinen anderen, weil das Beratersystem muss ich ja auch erstmal finden. Was ist Ihre Position dazu? Also, das sagen wir mal, beim kristallisierenden Prinzip ist das gar nicht so eine relevante Frage. Ich meine, wir können einfach mal ganz klein anfangen. Da kommt ein Geschäftsführer oder ein HR-Leiter oder irgendjemand, der Protagonist von etwas sein möchte. Und dann können wir erstmal miteinander reden. Und gucken, das geht auch einfach im Vier-Augen-Gespräch mal gehen. Oder man weiß schon, okay, da ist gleich mehr drin. Oder man merkt, derjenige, der es nachfragt, ist nicht da ist nicht in einer Person versammelt, was gebraucht wird. Dann kann man nochmal nachfragen, okay, können Sie dann vielleicht den Weiterbildungs-, also den OE, internen OE-Leiter mit dazu holen, und können Sie den Leiter der Abteilung, in der man das mal probieren könnte, mit dazu holen oder jemand, der mit sowas Erfahrung haben. Sie haben die Idee und machen die Schirmherrschaft, aber ich brauche dann, weil es hat ja keinen Sinn, ich kann ja abklären, ob es nachher trägt, nicht mit jemandem, der es weder die Zeit dafür hat, noch interessiert. Also muss man so wirklich gucken, dass das eine vernünftige Figur macht auf deren Seite, und das gilt natürlich für das Beratungsunternehmen umgekehrt genauso. Wenn ich merke, es geht um eine Entwicklung des IT-Systems und wir werden relativ schnell brauchen wird als Kompetenz die Beurteilung, ob das, was die vorhaben, auch von der IT-Betrachtung her überhaupt gehen kann, dann muss ich natürlich gucken, dass ich auch an Bord habe. Das machen Sie dann so kontextabhängig entscheiden. Aber sagen, es kann auch ganz klein anfangen, dass Sie irgendwann alleine ins Vier-Augen-Gespräch mal beginnen. Ja, ganz generell machen wir immer ganz kleine Feuerchen und die kunstvoll und dann weiten wir sie so aus, wie es funktioniert und auch Holz nachgebracht werden kann. Und so oft wird es, deswegen nenne ich diese Metapher Strohfeuer, wird da zu viel gleich losgemacht. Entweder erstickt es gleich oder es gibt einen riesen Strohfeuer und dann kommt nichts nach. Ein Begriff, den Sie auch schon angesprochen haben, den wir sehr interessant finden: Welche Rolle spielt Ihre Intuition bei der Auftragsklärung? Also Intuition spielt bei jedem Menschen immer eine größte Rolle, davon bin ich überzeugt. Wir haben ja auch darüber viel geschrieben und veröffentlicht. Intuition heißt einfach, dass ich mir ein komplexes
Bild von der Wirklichkeit, in der wir sind und von der Wirklichkeit, in der der andere agiert, mache und davon, wie ich da vielleicht reinpassen könnte. Mhm. Und da gibt es eine Oberfläche, Dinge, die wir ausdrücklich abklären können, aber es gibt ganz viel in den Hintergründen, das irgendwie durchspürbar ist, für das aber keiner ganz klares Bewusstsein oder eine richtige Sprache hat. Und so, was aber entscheidend ist für Gelingen. Ja. Und deswegen üben ist ja das Training von geschulter Intuition ein ganz wichtiger Bestandteil unserer ganzen Curricula. Mhm. Und ich glaube, alle Menschen machen das. Ist ja nur die Frage, ob sie das so nennen. Das scheint mein Eindruck auch zu sein. Und ob sie da innerlich dialogfähig sind, ja, mit ihrer Intuition. Ja. Wir üben diese Dialogfähigkeiten, deswegen haben wir sehr viele narrative Verfahren, bis hin zu Arbeiten mit Träumen. Mhm. Nicht, weil wir denken, man muss mit Träumen unbedingt im Organisationsbereich arbeiten, aber es ist eine Möglichkeit, um sich zu üben, intuitives Begreifen für sich selbst auch ein bisschen transparent zu machen und vielleicht auch damit wirklich in der professionellen Rolle bewusst zu arbeiten und den anderen auch bewusst einzuladen. Mhm. Also es spielt immer eine Rolle, es ist nur die Frage, ob es bewusst einbezogen und professionell kultiviert wird. Mhm. Man kann nicht intuitiv arbeiten. Und die Intuition überprüfen Sie aber jetzt nicht durch eine Supervision oder sowas? Kann ja manchmal auch, dass man sagt, ich habe eine Intuition, bin aber nicht sicher, ich versuche eine zweite Meinung einzubeziehen. Ja, natürlich. Das tun Sie dann schon. Ja, natürlich. Also, oder ich habe natürlich auch Formen genommen, diese Intuition auf eine angemessene Weise dem anderen mitzuteilen, mhm, und zu hören, was er dazu meint. Mhm. Und Transparenz schaffen und klar. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, da komme ich nicht zu einer Abklärung, kann ich damit jetzt erstmal weitergehen oder nicht? Dann brauche ich natürlich noch unabhängige Meinungen von draußen. Jetzt muss man sagen, wenn man Jahrzehnte erfahren ist, wie ich das bin, ist das natürlich relativ selten der Fall. Da hat man einfach der dritte Schwan, der von außen drauf guckt, dass man da nicht in die falsche Richtung fliegt, der ist doch recht wach. Mhm. Mhm. Wie lange machen Sie das schon? 40 Jahre. Ja, gut. So, ich bin jetzt 45. Also machen es schon sehr lange. Ja. Wann ist die Auftragsklärung für Sie abgeschlossen? Oder ist sie jemals abgeschlossen? Sie haben es schon angedeutet. Was soll ich dazu sagen? Ja. Klar. Man muss ja auch sehen, dass wenn man so kultur- und entwicklungsorientiert arbeitet, wie Unternehmen das de facto ja tun, dann ist ja die Behauptung, es war jetzt ein Prozess und eine Phase und die hat Charakteristika, die dann abgearbeitet sind oder nicht, das ist ja eine Lehrbuchfiktion. Mhm. Im tatsächlichen Leben bleibt das ja immer im Fluss. Ja. Insofern kann man, wenn man genau hinguckt, diese Enden eh nicht bestimmen und ich kenne keinen einzigen Prozess, bei dem man irgendwann gesagt hätte, jetzt ist alles, was man sich mal vorgestellt hat, abgearbeitet, dann kommen da neue Wellen, das wird überlagert, durchdrungen, abgewandelt. Ich bin ja schon ganz froh, wenn das nicht so ist, dass die Welle kommt und dann alles wieder zurückläuft und dann wiederkommt, sondern dass es jedes Mal ein bisschen weiter nach vorne geht. Also man muss auch damit leben, dass Evolution in Wellen läuft und dass Evolution verschwenderisch ist. So schwer mir das fällt als Schwabe, dass da oft vieles der investierten Liebesmühe auch irgendwie bei der nächsten Welle runtergespült wird. Mhm. Das Schöne an kulturorientierten Arbeiten ist, dass die, wenn man Menschen auf diese Weise mit einer guten Kulturerfahrung berührt, das bleibt, auch wenn der Inhalt des Prozesses vielleicht untergespült wird. Mhm. Was wir schon gehört haben, was Sie sehr schön ausgeführt haben, ist, dass die Auftragsklärung Ihnen dazu dient, das Zwischenmenschliche, das Beziehungsgeflecht zu verproben, ob man zusammenarbeiten kann, um zu gucken, ob man auch die Partner am Tisch hat, mit denen man langfristig Kulturentwicklung vorantreiben kann. Aber da ist mir nochmal wichtig, zwischenmenschlich ja, weil Menschen beteiligt sind, aber ich meine, dass das nicht
abdriftet in die Richtung, wenn wir uns gut verstehen, ist es schon gut. Mhm. Die Menschen sind nicht in der Privatrolle da. Mhm. Ich bin als Dienstleister da und die sind in der Organisationsrolle da. Und das muss zusammenpassen und muss zum Anliegen passen. Ja. Und es soll menschliche Qualitäten haben, aber man muss aufpassen, dass man sozusagen dieses menschliche Einvernehmen nicht in den Vordergrund rückt und anstelle eigentlich eines wirklich effektiven Zusammenwirkens. Mhm. Könnten Sie das Ergebnis der Auftragsklärung so in wenige Worte fassen? Wenn man das alles, was Sie schon ausgeführt haben, mal ein bisschen zusammenfassen wollte. Was wäre ein Ergebnis der Auftragsklärung? Ja, also in dem prozessorientierten Verständnis, das wir bisher haben, würden wir sagen, Ergebnis von Auftragsklärung ist, dass wir immer weniger Überraschungen erleben hintereinander, sodass nicht im Inhalt, aber im Stil, in der Verbindlichkeit miteinander, das, was man voneinander erwartet, auch geschieht, dass Verantwortlichkeiten auch eingehalten werden, beziehungsweise wenn es da Irritationen gibt, dass man gemeinsam auf eine Metaebene findet, um mit denen umzugehen. Mhm. Also Ergebnis guter Auftragsklärung ist, dass man in guter Rufweite unterwegs ist, auch wenn man in unterschiedlichen Rollen mit unterschiedlichen Ausrichtungen unterwegs ist. Halten Sie die Auftragsklärung, das, was dort besprochen wird, fest auf irgendeine Art? Gibt es dann irgendwie vielleicht so ein Grundsatzpapier oder ein paar Notizen, die man gegenseitig nochmal gegencheckt, oder lassen Sie es eigentlich so beim Besprochenen? Nee, also das hängt jetzt natürlich sehr davon ab, auf welcher Ebene, mit welcher Komplexität wir arbeiten. Dort, wo nur zwei oder drei oder vier Menschen betroffen sind, muss man die Realitätssicherung ja nicht formalisieren, sondern reicht es, wenn ich merke, beim nächsten Mal weiß er noch, was wir letztes Mal geredet haben. Mhm. Das gilt irgendwie noch oder ist auch noch präsent. Mhm. Das ist weder einfach nur verblasst oder durch irgendwelche anderen Ideen weggespült, sondern das hat eine genügende Festigkeit, die wir brauchen, um bei den nächsten Schritten immer aufzusetzen auf das, was wir vorher gemacht haben. Ja. Je komplexer das organisatorische Gebilde ist, das auf beiden Seiten beschäftigt ist, umso mehr muss ich natürlich auch eine Sicherung der Eckpunkte, das ist aber wie Bojen, ne? Netz des Zusammenspiels, das kann man ja nicht alles im Protokoll fassen. Aber natürlich brauchen wir da angemessene Oberflächen. Das machen Sie ja schon, schreiben auf ein paar Eckpunkte, wo wir dieses genannt haben. Letter of Understanding und so. Ja. Dass, okay. Es kann ja sein, dass dann dort die Person wechselt. Mhm. Also auch da darf man jetzt nicht zu... So wichtig die Persönlichkeit der Beteiligten ist, so wenig privat-persönlich ist das ja. Also es muss schon auch die Methodiken beinhalten, die eine institutionelle Nachhaltigkeit herstellen. Mhm. Und das ist, je größer die Projekte sind, desto anders müssen natürlich auch die Arbeitsformen sein, auf beiden Seiten. Mhm. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was bei der Auftragsklärung passieren darf. Uns wird mal interessieren, ob es etwas gibt, was nicht passieren darf. Ich entschuldige mich für den neudeutschen Begriff. Wir haben geschrieben, gibt es No-Gos bei der Auftragsklärung? Naja, es gibt Fehler kann man in allen Dimensionen machen. Mhm. Zu den wichtigsten gehören natürlich eine Verantwortungsverwirrung zwischen unternehmerischer und managementmäßiger Verantwortung und Beratungsverantwortung. Mhm. Mhm. Also das ist heute aber hat nicht mehr den Stellenwert, den es noch vor 15 Jahren hatte. Da ist ja oft so gewesen, dass dann zum Beispiel der Abteilungsleiter dann einer unter vielen sein wollte und dass der Berater gerne mal ein bisschen mit der Macht gespielt hat und gerne bestimmt hat, wo es lang geht. Also diese Verwirrung der Verantwortlichkeiten, der Zuständigkeiten und so, das sind No-Gos, da muss man sehr klar sein. Also auch der Missbrauch, dass der Berater eingesetzt wird für Dinge, die eigentlich
Natürlich, wenn er nur als Feigenblatt verwendet wird, und ihr habt keine Chance, aber nutzt sie, ihr habt doch einen Berater gehabt, warum ging das nicht? Das geht vom Coaching her, wenn da jemand sagt, ich habe da einen, der tut nicht, was er soll, anstatt dass ihr ein Führungsgespräch mit dem führt, schickt er den zum Coach, dass man dann natürlich sagt, okay, das, wir können gucken, was man mit Coaching tun kann, aber das geht nur im Rahmen einer geklärten Beziehung, was Coaching leisten kann, und ich gebe mich nicht dafür her, mit jemandem zu arbeiten und nachher fliegt er doch raus, oder sie verantworten nicht die Einschätzung der angemessenen Lernfortschritte, die sie wirklich brauchen, und das notwendige disziplinarische Gespräch oder was immer. Das ist jetzt gar nicht so sehr nur eine Frage der Verantwortungsklärung, das gilt ganz generell in der Kompetenz- und Verantwortungsverteilung in der professionellen Landschaft und natürlich auch bei der Auftragsklärung. Ich habe aber rausgehört, dass Sie sagen, das hat sich schon ganz gut entwickelt. Ich finde, das Feld hat enorm gelernt und da haben wir auch unseren Beitrag geleistet. Wir sind ja auch jetzt 30-jähriges Jubiläum haben wir dieses Jahr. Und bei uns, in unserem Curricula sitzen ja 2/3 bis 3/4 Interne. Und wir haben immer gesagt, das sind nicht nur unsere Kunden und unsere Budgetverwalter, sondern das sind unsere Kollegen. Das sind eigentlich die, die Unternehmenskultur und Entwicklung wirklich tragen. Und da ist mittlerweile doch in vielen Unternehmen, haben die Internen ein Kompetenzniveau erreicht, dass wirklich eine solche fehlgeleiteten Vorstellungen eigentlich nur noch bei sehr unreifen Unternehmen angetragen werden. Was uns interessieren würde, obwohl Sie natürlich da auch schon viel jetzt erläutert haben, was sind Erfolgsfaktoren für die Auftragsklärung? Also ich habe schon verstanden, dass man sagen, das Beziehungsgeflecht muss passen, dass die richtigen Partner am Tisch sitzen, so dass man auch nachhaltig arbeiten kann. Gibt es weitere Erfolgsfaktoren natürlich? Ja, ganz konkret, ob nachher geschieht, was man gemeinsam an Ideen, wie Wirklichkeit sich entwickeln könnte, sein könnte. Also ob einigermaßen Zeitrahmen eingehalten werden, ob Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, ob das Engagement da ist, ob die beschworene Aufmerksamkeit seitens der mächtigen Unternehmen genügend lang aufrechterhalten werden kann, ob das überhaupt Früchte tragen kann, ob mit Bereitschaft also und ob, wenn nachgebessert werden muss, dass noch mehr unterwegs gelernt werden muss, damit die Sache vorangeht, dass das eingesehen wird, oder ob man da dann jede dirty Abkürzung nehmen möchte. Also ganz generell, ob schlicht in der Wirklichkeitsinszenierung das geschieht, was man sich gemeinsam vorgenommen hat, und wenn nicht, ob man daraus vernünftige Konsequenzen zieht. Und das unterscheidet uns dann von fiktiven Systemen, die dann 2 Jahre lang irgendwas machen und dann kollabiert das. Und man merkt dann, dass es eigentlich niemanden wirklich stört, weil niemand wirklich erwartet hat, dass das passiert, was man vereinbart hat. Aber sagen wir mal, erfahrene Berater, das würde ich jetzt vielleicht nicht zur Auftragsklärung zählen, aber das ist das Monitoring, ob man überhaupt effektiv zusammenarbeitet. Das findet auch laufend statt. Okay, sensor. Also ich habe verstanden, Monitoring, Wachsamkeit ist für Sie ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Jetzt vielleicht mal 2 etwas handwerkliche Fragen. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie sehr schnell auch Gelegenheit schaffen zu erleben. Ja. Wie handhaben Sie den Aufwand der Auftragsklärung? Also wenn Sie jetzt jemanden einladen, stellen Sie das in Rechnung oder ist es einfach eine Anfangsinvestition, die Sie da leisten? Also das wird ganz verschieden gehandhabt. Ich habe, als ich da noch tätig war, immer gesagt, jedes Gespräch mit mir ist eine Dienstleistung und muss bezahlt werden. Damit schiebt man auch diesen Verumme-Konsum an, dass man selbst nicht ernst meint, aber sich alle möglichen Leute mal reinzieht, einen Riegel vor, weil es dann einfach bezahlt werden muss und von da an die Leute überlegen. Und dann hat man zumindest in der Zeit Geld verdient, wenn dann schon nichts dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man gefährdet ist, missbraucht zu werden. Ja. Wenn man dann selbst schon erfahren und renommiert ist,
braucht man diesen Schutz in der Regel nicht. Und in dem Beispiel, das ich Ihnen vorher erzählt habe, vom Volker Königer, die machen das so, dass sie sagen, dieser halbe Tag kostet nichts. Mhm. Dann sind wir auch in keinerlei Bringschuld. Okay. Also das ist bei denen eine Anfangsinvestition, die einfach mal geleistet wird. Und das ist interessant, ist das immer. Und, und wir, weder wir sind im Zugzwang, nachher einen Auftrag haben zu wollen, um unsere Dienstleistung vergütet zu haben, noch ihr seid im Zugzwang, dass wenn ihr jetzt schon Geld ausgeht, dass dabei was rauskommt. Jeder bleibt ganz in seiner Freiheit. Mhm. Und das Interessante ist, dass daraus mehr Beauftragungen kommen, als aus diesen üblichen Ohrenanlegen, um durch den Pitch zu kommen. Mhm. Aber natürlich... Weil man gleich erlebt, weil man gleich die Chance hat, ja, zu erleben, oder warum glauben Sie, dass es so ist? Ja, weil derjenige... der spürt auch einfach die Souveränität des Gegenübers. Mhm. Dass der sagt, bis dahin, dass man sagt, wissen Sie, wir haben mehr Nachfrage, als wir leisten können. Sie müssen sich auch bei uns bewerben. Ja. Da träumt man natürlich als Anfänger davon, dass, das kriegt man nicht geschenkt, das muss man ja arbeiten. Aber dadurch hat man es natürlich auch immer leichter, je erfolgreicher man schon gewesen ist und man steht für was. Und das ist natürlich im Prinzip anzustreben, da kann man nicht mit anfangen. Was ich herausgehört habe bei Ihnen sehr häufig, ist das ganze Thema Offenheit, Transparenz, ist Ihnen sehr wichtig. Sie schaffen schnell Raum auch zu erleben. Wie gehen Sie dann mit dem Thema Know-how-Schutz um? Dass man so sagt, naja, wenn ich jetzt gleich in so eine Situation reingehe, dann gebe ich ja auch von mir und von meinem Know-how was preis. Ist das für Sie ein Thema? Oder? Ja, gar nichts. Wir sind ein total open-source-minded Unternehmen. Ja. Also auch Transparenz da. Okay. Im Gegenteil, wir bereiten ja unser Know-how auf und stellen es kostenlos auf die Website. Jeder kann nehmen, so viel er mag, weil das, was man auf diese Weise lernen kann, dafür sollte man auch möglichst gar kein Geld ausgeben. Mhm. Das, wofür man wirklich Geld ausgeben muss, ist ein Engagement, das einem nicht geklaut werden kann. Ja, das kann man nicht. Und auch vielleicht das Persönliche, was man individuelle, was man einbringt. Und die Erfahrung ist, dass je offenherziger man großzügiger bei gleichzeitiger Klarheit der eigenen Standards man mit seinem Know-how umgeht, umso bessere Geschäfte macht man. Also die Leute, die da jede kleine Idee gleich mit einem C versehen wollen und bei allem gleich Geld rausleiern wollen, das ist kleinmütig. Die wachsen auch nicht wirklich in die richtige Dimension rein. Jetzt ist es ja so, dass wir ja im systemischen Kontext unterwegs sind, und deswegen interessiert uns die Frage, woran erkennt der Kunde bei der Auftragsklärung die systemische Herangehensweise an die Aufgabenstellung? Also nicht, indem wir Systemjargon sprechen. Mhm. Ich glaube, das tue ich auch nicht. Tun Sie nicht. Eben. Und, und nicht, indem ich den anderen in Kultureigenheiten und Rituale und Wunderlichkeiten, die spannend klingen, von denen man aber nicht recht weiß, was gemeint ist, sondern indem sie das Gefühl haben, der kennt sich bei uns aus und er hat einen Blick darauf, den wir verstehen und der trotzdem, und von dem wir uns vorstellen können, dass das zu uns passt und der trotzdem ganz anders ist. Ja, dieses Anderssein, können Sie das oder andersartiger, können Sie das ein bisschen beschreiben? Ja, das hat einfach viel. Zunächst mal ist das gar nicht unbedingt jetzt eine Qualität der Systemiker. Wir machen ja hier sehr viel kollegiale Beratungen in Weiterbildungsgruppen. Allein dadurch, dass der andere relativ bewusst seiner eigenen Kultur ist und mit dem anderen Dialog hält und sagt, wir gehen da so und so ran, und aus den Unterschieden ergeben sich ja immer die Gesichtspunkte, um die sich die Unterschiede drehen. Gibt jedem das Gefühl, okay, ich lerne da was in der Begegnung mit anderen Perspektiven. In einem guten Dienstleistung- und Anbahnungsverhältnis sollte noch dazu kommen, dass man das Gefühl hat, okay, der andere hat Erfahrung. Und das spielt auch zunehmend doch eine gewisse Feldkenntnis, die man früher unterschätzt hat, eine Rolle. Der kennt auch die
der weiß nicht nur, welche Rollen zu spielen, sondern der kennt auch die Stücke. Ja. Und weiß auch, in welchem Umfeld wir das zu machen haben. Und trotzdem läuft das, wir haben es mit dieser Metapher mit den drei Schwänen. Es sind immer, neben dem, was wir gerade miteinander tun, gibt es immer noch von Außenbetrachtung, die ja. Das immer wieder fragen, und was tun wir da eigentlich und wovon erzählt das und welche Steuerung spielt da gerade eine Rolle und ist es eigentlich zweckdienlich bei dem, was wir wollen, passt es eigentlich zu uns. Also immer wieder Hinterfragungen, die nicht als kritische Infragestellung, sondern Befragung dessen, wie kann in Wirklichkeit, ist die gebaut und wie können sie von daher weiterentwickeln werden, dass das immer wieder als zum eigenen System beitragend empfunden wird und nicht systemisch exotisch. Mhm. Also dieses sich Gefallen in den eigenen Kultureigenarten des Systemischen, das ist eine Eigenart aller jungen Schulen. Das ist verzeihbar in den ersten Jahren, weil man auch selbst erstmal ringt um eine neue Identität und das hat viel mit Qigong und Ritualen und Einwegspiegel und was nicht alles zu tun. Aber eine reife professionelle Persönlichkeit wie auch eine reife Szene folgt dann dem Spruch, der Meister bricht die Form. Man braucht dann diese äußeren Dekorationen nicht, um die Essenz zu vermitteln. Ja. Worauf ist bei einer Auftragsklärung aus systemischer Sicht besonders zu achten? Also was uns immer wieder so umtreibt, ist so die Frage, was ist das System, was sind relevante Teilsysteme? Das sind Dinge, die Sie dann schon auch... Ja, dass man auch, es kommen ja die Klienten und man selbst ist auch in der Gefahr, dass man aus einer Teilperspektive mit Tunnelblick kommt. Ja. Und dass man, und Unternehmen, auch wenn dort Teilfunktionen wahrzunehmen sind, sind die ja vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Verantwortung wahrzunehmen, bei der man nicht Teilaspekte optimieren und aufblasen kann, sondern es muss integrativ in den Daseinszweck, in das Funktionieren des Ganzen eingebracht werden. Und dass man dieses Ganze repräsentiert, sagt also, wer noch ist davon eigentlich betroffen oder wer eigentlich hat das gewollt und wenn das funktioniert, wer ist das, für wen spielt das eine Rolle und sie sind jetzt ganz damit beschäftigt, wie sie ihr Produkt so toll entwickeln können, haben sie eigentlich schon mal überlegt, ob der Markt das möchte, wie werden sie wissen. Also checken sie dann schon ab, dann leiten sie dann schon ab. Also je nach Fragestellung versuchen wir zu hören, welche relevanten anderen, die an einem Gesamtgelingen beteiligt sein müssen, hat der andere überhaupt einen Blick und ich selbst muss die dazu natürlich auch einen Blick haben. Deswegen ist es mir ja auch so wichtig, dass wir, und im Deutschen Bundesverband Coaching, in dem ich ja auch sehr aktiv bin und wir eine sehr gute Professionskultur entwickelt haben, ist es auch unbedingt notwendig, dass wir selbst ein komplexes, integratives Verständnis von Organisationen haben, sodass wir natürlich im einzelnen Feld nicht die Antworten kennen, aber dass wir überhaupt notwendige Fragen, auf die Antwort gegeben werden müssen, dass wir die kennen und dass wir die stellen können. Und wenn derjenige die Antworten nicht weiß, dann wäre ja zum Beispiel im nächsten Schritt mit dem zu vereinbaren, dass er sich erstmal kundig macht und dann wiederkommt. Ja. Sie haben ausgeführt, Sie sind schon viele Jahre da in dem Geschäft unterwegs. Was uns interessieren würde, wodurch ist Ihre systemische Grundhaltung geprägt? Das können Philosophien sein oder Erlebnisse oder auch Schulen, denen Sie vielleicht anhängen. Ja, das sind natürlich ganz viele Einflussfaktoren. Also ich lasse jetzt mal diese ganzen humanistischen Grundhaltungen weg. Mhm. Die mit dieser ganzen Geschichte mit der humanistischen Psychologie zu tun haben und fangen mal bei denen an, die im engeren Sinne systemisch sind, dann kommt natürlich diese ganze Szene der systemischen Familientherapie. Ja. Also dass man Mara Selbini-Palazzoli in der Schule, ich habe ja viele Jahre zusammen mit meinem Kollegen Gunther Weber hier zusammen systemische Familientherapie mit Familien mit psychotischen Störungen gemacht. Dass man lernt,
zusätzlich zu dem Verstehen innerer systemischer Dynamiken in den Persönlichkeiten einfach versteht, eine Wirklichkeit kann nicht gelebt werden, ohne dass andere mitspielen. Das gilt in Familiensystemen. Es kann niemand wochenlang auf dem Sofa liegen und nichts tun, wenn niemand anderer da ist, der ihm den Kühlschrank füllt. Das sind ganz konkrete Zusammenhänge. Und das haben wir dann später natürlich auch übertragen in das Verständnis von Organisationen. Dass es nicht reicht, wenn jemand Ideen hat, wie Wirklichkeit anders sein kann, sondern die Wirklichkeit von Organisationen ist ein komplexes und sehr viel intuitiv und gewohnheitsmäßig gesteuertes Zusammenspiel von ganz vielen. Und man muss eben dieses Zusammenspiel auch mit ins Auge fassen, um zu verstehen, was der Einzelne tun kann, wie er wirken kann. Das ist so eine dieser Quellen. Also das ist das, was wir den Mobile-Gedanken nennen, wie die Dinge zusammenspielen. Ja. Dann sind es die Umberto Maturana und Francisco Varela, die diese, oder Heinz von Förster, also die betont haben, dass es eben sich nicht um Maschinen, sondern um lebendige Organismen handelt. Also Bateson, wenn ich einen Fußball in genau berechneter Weise trete, kann ich ausrechnen, wo der landen würde. Bei einem Hund ist das anders. Oder einen großen Einfluss auf mich hat Milton Erickson gemacht. Also auch in einer Kurzanekdote, dass er seine Studenten rausgenommen hat, gesagt, schau dort in den Bergrücken, alle Bäume sind nach rechts geneigt, das heißt, dass der Wind von links kommt, bis auf den einen. Und das kann dein Klient sein. Oder die Mahnung, glaube nie, ohne zu prüfen, dass du die Wirklichkeit deines Klienten verstehst. Du musst immer diese Herausforderung zu sehen, du kreierst Wirklichkeit aus deiner Perspektive. Ja. Und du versteckst auf die Ostereier selbst, die du nachher mit viel analytischem Gespür wieder auffindest. Also diese zu wissen, dass lebendige Organismen wirklichkeitserzeugende Systeme sind und dass man die Logik der Wirklichkeitserzeugung mit betrachten muss. Also das Konstruktivistische. Das Konstruktivistische. Aber natürlich nicht in diesem naiven Sinne, wie man es lange Zeit halt, dass man dachte, alles ist möglich, sondern wir alle sind auch geschichtliche Wesen, biografische Wesen und es gibt Spielräume und die muss man gucken, wie groß die jeweils sind. Also auch da kommt eine systemische Bescheidenheit rein. Wenn man systemisch dann ganz durchdrungen hat, wird man auch wieder sehr bescheiden. Demütig. Ja, wird man demütig. Ist in diesem Zusammenhang ein Luhmann-Thema, der ja das Thema Kommunikation sehr, oder die Bedeutung von Kommunikation sehr hervorgehoben hat. Ja, klar. Also einer der Grundgedanken von Luhmann hat mich auch immer sehr beschäftigt. Das ist die Idee der wechselseitigen doppelten Kontingenz. Also beide sind erstmal frei und unverbunden und dann begegnen sie einander und mit jedem Akt beginnt man sich wechselseitig Orientierungspunkte zu setzen, die sozusagen aus dem Multiversum von Wirklichkeiten das langsam einengt und dadurch eine gewisse Gemeinschaftswirklichkeit Schritt für Schritt durch Kommunikationsakte und viel halt unbewusst auch konstruiert wird. Aber dass man sich bewusst bleibt, selbst wenn das materielle Formen annimmt, wie Verwaltungsstrukturen, Gebäude und so weiter, trotzdem Kommunikationskonstrukte sind, die auf diese Weise im Prinzip auch wieder die Freiheiten hergestellt werden können, hat für mich eine große Rolle gespielt und ist auch eine wichtige theoretische Begründung dafür, den Systemgedanken immer zu verbinden mit der Verantwortlichkeit von Menschen und nicht, dass nicht System an sich oder Muster an sich, was hier, also da, das ist eine Seite von Luhmann, mit der ich da nicht so viel anfangen kann, weil der Mensch dort ja nicht als der Hersteller und Akteur von Wirklichkeit in erster Linie betrachtet wird, was persönlich
war Luhmann in der Beziehung sehr, sehr verständlich, sehr geschmeidig, aber in seiner Theoriebildung, man darf ja nicht vergessen, dass er Soziologe ist. Ja. Und deswegen einen anderen Blick darauf hatte. Und mich stört es dann manchmal, wenn Berater den soziologischen Blick adoptieren und damit die Relevanz des verantwortlichen Menschen ein Stück hinaus definieren. Ja. Das zum Beispiel mache ich dann nicht mit, sondern definiere das dann wieder mit hinein. Der humanistische Ansatz ist Ihnen sehr wichtig, das ja. hat man deutlich raus. Ja. Sie haben jetzt das Privileg, dass Sie schon viele Jahrzehnte Erfahrung haben. Wir sind ja noch so am Anfang unserer Karriere. Ich bin jetzt ein paar Jahre Manager, möchte mich auch in die Beratung weiterentwickeln. Mhm. Welche Tipps oder welche vielleicht auch 5 Tipps würden Sie einem Einsteiger in das Beratungsgeschäft geben? Also erstens sorg dafür, dass du in einer Community einen Platz findest, in der du lernen kannst, in der du all deine Ideen unbefangen auch ausbreiten kannst, auch mit deinen Größenwahnideen und Selbstüberschätzung, aber auch mit deinem Kleinmut und Ängstlichkeiten rein kannst und immer wieder Läuterung erfährst, sodass du einfach nicht im Alleingang versuchst, was zu sein. Dann versuche nicht was zu tun, was du nicht verstehst. Also da bieten wir auch an qualifizierte Unwissenheit. Also jeder von uns weiß, dass ein Arzt, der sagt, das verstehe ich nicht, dann muss ich meinen Kollegen fragen, viel mehr Vertrauen verdient als einer. Ja. Und so, warum soll das denn beim Berater anders sein? Mhm. Und wenn ein Kunde das nicht tolerieren mag, dass jemand sagt, also da so und so könnte ich rangehen, da hätte ich eine Idee zu, aber da gibt es wahrscheinlich noch andere Dinge, die ich vielleicht noch gar nicht verstehe. Haben Sie das Gefühl, wenn ich so rangehen würde, das würde ausreichen? Also auch die Komplexitätskompetenz des Kunden aktiv nutzen und wirklich auf einer Meta-Ebene eine, wie ich das nenne, Learning Conversation. Wir sind eine Lerngemeinschaft, ja. bei jeder Art. Mhm. Und dazu zu stehen und gar nicht zu versuchen, in dem Prozess was zu scheinen, was man noch nicht ist, und dass man auch keinen Konventionen folgt, dass man denkt, das muss ich jetzt, oder ich mache eine schlechte Figur, wenn ich jetzt sage, ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Oder so. Also wenn man da bei sich bleibt, und das kann man dann, das hängt dann wieder zusammen, das kann man dann, wenn man eine wertschätzende Community hat, die einen dazu ermutigt und dass man sich nicht den eigenen Insuffizienzgefühlen dann zum Fraß vorgeworfen fühlt, wenn man so vorgeht. Und wenn man merkt, man gerät in irgendwelche Unauflösbarkeiten und Dilemmata, dass man nicht denkt, das liegt daran, dass ich blöd bin, sondern das ist eine, wenn auch beunruhigende, aber wahrscheinlich fruchtbare Lernerfahrung. Und bevor ich mich da in was hineinreite, aus dem ich nachher schlecht rauskomme, wende ich mich einfach an andere. Also eine generelle, sehr offene Beziehung, und da braucht man halt ein Stück Stärkung gegen unsere Pretend-Kultur, die wir heute haben. Ja. Und ich finde, also ich, nicht nur, dass es effizienter ist, dass man vertrauenswürdiger ist und effektiver, ja. wenn man so arbeitet, auch sehr viel besser und schneller lernt. Es ist auch schön. Warum soll man denn immer schon weiter sein, als man ist? Das Leben ist ja ein Prozess, Stufe für Stufe. Und wenn man schon oben sein möchte, wenn man eigentlich noch gar nicht oben ist und im Schnelldurchlauf alles abarbeitet, bringt man sich selbst auch um Leben, lebendiges Lernen und gut unterwegs sein aus. Ja, interessant finde ich den Aspekt, den Sie hier ausführen, dass Sie sagen, naja, sei doch offen und beziehe doch den Kunden auch mit ein in ein gemeinsames Lernen, ja. und stelle dich nicht hin im Sinne so als den Wissenden oder als ja. den alleinig Wissenden. Das denke ich, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Wobei Kunden einbeziehen natürlich nicht heißt, eigentlich eine eigene Verantwortlichkeit wieder an den Kunden zu geben. Ja, das ist klar. Doch. Aber das gemeinsame Lernen und so. Ja, das natürlich. Das aber keiner von uns weiß Lösung und schon gar nicht im Spezialfall. Wir müssen, selbst wenn wir alles, was wir wissen, zusammenholen, wissen wir oft nur, trotzdem nur 10%, wir müssen trotzdem was machen. Und ja. das ist ein Schicksal, da sind wir nie vor Fehlwegen gefeit, aber wenn wir eine gute Kultur haben, zu gehen, dann gehen wir das relativ gesund. Jetzt haben Sie schon
gesagt, der Anfänger, was sie empfehlen, was man vermeiden soll, ist also dazu nicht zu akzeptieren, dass man vielleicht am Anfang steht und vielleicht auch zu viel vorgeben. Gibt es da noch weitere Aspekte, wo sie sagen würden, Mensch, wenn du am Anfang bist, das solltest du vermeiden, das solltest du nicht tun? Ja, ich bin jetzt nicht so, bin nicht so ein warmer Gefahr, das. Ich finde, wenn man in dem Sinne aufmerksam und kulturorientiert und eingebunden ist und ein solides Handwerk lernt, dass dann die Gefahren auch gar nicht so groß sind. Also, wenn man unerfahren ist, dann will man natürlich oft die genialen Streiche machen. Ich sage es immer in der Metapher vom Tennis. Wenn ich mich, es ist natürlich toll, wenn mir mal ein genialer Notschlag gelingt, aber ein guter Tennisspieler zeichnet sich hauptsächlich dadurch auf, dass er den Platz im Blick hat, dass er sich gut bewegen kann, dass er rechtzeitig sich bewegt, dass er die Position des anderen richtig einschätzt und in der Regel reicht ein solider Grundschlag. Und wenn man jung ist, denkt man, gerade weil man selbst kein eigenes Güteverständnis von solider Grundarbeit hat, versucht man durch Extravaganzen was zu sein. Ja. Mhm. Und das ist verständlich, muss man aber nicht lebenslang pflegen. Mhm. Jetzt habe ich gelernt, dass das Universum der Auftragsstellung wirklich sehr breit und groß ist. Wir haben das auch sehr schön, denke ich, schon erkundet. So, jetzt schon die vorletzte Frage. Haben wir noch irgendetwas nicht erwähnt? Oder gibt es etwas, wo Sie sagen, das wäre mir auch noch wichtig, das haben wir jetzt nicht erfragt. Da springt mir jetzt erstmal so nichts ins Auge. Vielleicht ein Gedanke noch, speziell in der Einzelberatung, das gilt vielleicht nicht so sehr in der Projektberatung für Unternehmen. Ich finde es manchmal völlig in Ordnung, wenn ich eine Supervision oder ein Coaching mache, dass jemand, der einfach mit einem diffusen Unbehagen und Bedürfnis kommt, einfach mal irgendwo anfängt zu erzählen. Mhm. Und ich aus dem Erzählen gucke, was sich in mir konstelliert. Und ich im Vorrat meiner Erfahrung nachschaue, was wird dadurch angetriggert, sodass ich dem anderen helfen kann, aus einer diffusen Idee überhaupt erstmal eine Fragestellung zu machen. Und in der TA, Transaktionsanalyse, behilft man sich damit, dass man sagt, this is not yet a contract, this is a working agreement. Ja. Dass es auch in Ordnung ist, dass man einfach mal zusammensetzt und sich was entfalten lässt und guckt, kann man daraus einen vernünftigen Fokus machen. Denn viele Menschen, besonders Einzelne, also das ist jetzt eher eine individuelle Perspektive, die erleben so etwas, was Eric Byrne The Silent Desperation genannt hat. Die merken, es stimmt was nicht. Aber es ist nur ein dumpfes Gefühl, zeigt sich in einem Gefühl von Sinnentleerung und man weiß gar nicht, auf welcher Ebene es überhaupt zu beschreiben ist, wohin das gehört. Und wenn man dann mit dem Kontrakt, was ist Ihr Problem und wo wollen Sie in 5 Jahren sein und wie kommt man dahin, dann verfehlt man einfach, jemanden da auch Resonanz zu geben mit der ganzen Fülle von Menschsein und Lebenserfahrung. Und das muss nicht am Anfang sein, aber je älter man wird, desto schöner ist ja gerade diese Arbeit. Also man sollte das vor lauter Contract-Idee nicht aus den Augen verlieren. Das heißt aber nicht, weil das manchmal auch wieder verwechselt wird, hire a friend. Also dass dann jemand, der eben solche Beziehungen sonst nicht entwickelt und pflegt, auf Dauer sich dann jemand als Resonanzpartner nimmt. Auf der anderen Seite, was ist so schlecht daran, wenn ein CEO oder jemand tatsächlich auch von daher einen jahrelangen Partner hat, an dem er sich immer wieder wenden kann. Früher gab es die Beichtväter und sowas. Das ist so eine schlechte Funktion auch nicht, wenn der nicht versucht, Rasputin zu spielen. Ja.
Damit kommen wir zur letzten Frage, die zugegebenermaßen suggestiv ist, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Die Frage ist, ob Sie es auch so unterschreiben würden. Was macht aus Ihrer Sicht den systemischen Ansatz wirkungsvoller als andere Ansätze? Also, es gibt ja gar nicht den systemischen Ansatz. Es gibt die systemische Perspektive auf ganz viele Ansätze. Mhm. Und viele Ansätze sind wirkungsvoller, wenn es dazu eben Metaperspektiven gibt und diese, all das, was wir jetzt schon besprochen haben, dass man Mobile-Zusammenhänge denkt, dass man sieht, dass Wirklichkeit gemeinsam konstruiert wird, dass man Einbindung in eine Gemeinschaft braucht, die einem immer wieder hilft, die Perspektiven neu aufzumachen und frisch zu schauen, dass man eine Teilperspektivenoptimierung oder Tunnelblick oder Fixierung auf vorgegebene Fragestellungen immer wieder auf eine kompetente Weise auflockern kann und dadurch einfach Effizienz, Professionalität und Lebendigkeit gepflegt werden kann. Dabei kann einem die systemische Perspektive helfen, dass man nicht einfach nur in ein bestimmtes Repertoire von Gewohnheiten verfällt. Mhm. Es gibt ja dann durchaus in der Literatur und so in der Diskussion auch Ansätze, die sagen, naja, wenn ich jetzt mal das Systemische, wenn die systemische Perspektive mit der Organisationsentwicklung vergleiche, dann ist das Systemische viel wirkungsvoller als die Organisationsentwicklung. Würden Sie sowas unterschreiben oder würden Sie sagen, ja, das ist eigentlich? Nein, das ist, ich meine, Roswitha Königswieser konstruiert ja solche Landkarten, um dann die Kombination wieder als Komplementärberatung, als Markenzeichen aufzubauen. Mir ist das zu horizontal gedacht. Da ist das eine, da ist das andere. Ja. Jetzt mischen wir das. Für mich ist das Systemische ja gerade die Metaperspektive, aus der man sagt, das eine kann man auf systemisch qualifizierte Weise tun, wie das andere auch. Ja. Und es ist nicht ein neues Produkt, sondern das sind viele neue Kombinationsmöglichkeiten, auf die man aus der systemischen Perspektive leichter kommt. Aber dann kann man es natürlich auch nicht als ein Ding verkaufen. Mhm. Also da an der Stelle bin ich ihr auch nie gefolgt, aber sie ist, sagen wir mal so, auch mit diesem Denken auch an viele ankoppelfähig, die sich vielleicht für meine Dienstleistung nicht interessieren würden. Insofern ist es vom gesamten Marktgeschehen her vielleicht durchaus auch ein sinnvoller Zwischenschritt, aber es ist jetzt nicht meine Maßgabe. Mhm. Gut, dann wären wir am Ende. Schön. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die wirklich sehr lehrreichen Ausführungen. Ja, danke. Hochinteressant. Ja, es freut mich immer, wenn ich gefragt werde, dann habe ich eine Gelegenheit, das in Worte zu fassen, was wir leben.